Gut, Kernphysik, Radioaktivität. Das Wort müssen wir mal klären. Ich fange mal so an. 1895 wurde die Röntgenstrahlung von Konrad Wilhelm Röntgen entdeckt. Deswegen Röntgenstrahlung nach dem Entdecker. Wir müssen vorher aber noch schnell ein paar Begriffe klären, und zwar Fluoreszenz, Fluor, das kommt tatsächlich von diesem Element, Fluoreszenz, und das Wort Phosphoreszenz. Was ist es? Ich mache mal kurz Pause und dann kommt eine zusammenfassende Erklärung. So, Phosphoreszenz. Wir merken uns, zuerst belichten, dann nachleuchten. Und Fluoreszenz leuchtet nicht selbst, aber dafür geringes Licht genügt, um das hell strahlen zu lassen. Geringes Licht reicht, jetzt schmier ich das mal dahinter. Gut, ihr wisst, was ich meine. Und Konrad Röntgen dachte sich, verdammt, Phosphoreszenz, das muss doch irgendwie so funktionieren, dass da irgendwas drin strahlt. Das wollte er gerne rausfinden, dass ich vielleicht mal sehen, diese Strahlung irgendwie anders nachweisen kann. Und er hatte sich damals einen Uranylkristall genommen, den eingewickelt in schwarzes Papier, damit der ja nicht beleuchtet wird. Denn er wusste, das Zeug strahlt so ein bisschen, und hat eigentlich vorgehabt, damit eine Fotoplatte zu belichten. Da aber an diesem Tag nicht genug Sonne war, hat er das Ding einfach eingewickelt in den Schrank gelegt, neben seinen Kram, neben seine Fotoplatten und so weiter, und hat erst durch ein etwas später, als er dann eigentlich den Versuch machen wollte, sich gesagt, na, entwickelst du mal sicherheitshalber die Fotoplatte, und tatsächlich war die geschwärzt. Das heißt, er hatte dadurch, und sogar leicht, es waren leicht die Umrisse erkennbar, dieses Kristalls. Und dann hat er sich gesagt, verdammt, das Ding strahlt von alleine. Das kann nicht diese Phosphoreszenz sein. Und die Fluoreszenz kann sie auch nicht sein. Das muss etwas anderes sein. Das hat natürlich diese Entdeckung. Jetzt weiß ich es nicht genau, warum, wann. Ich schreibe mal kurz darauf. Kurz darauf ist Folgendes passiert. Und zwar Henri Becquerel. Ihr könnt auch Henry schreiben. BEC und dann Querel, Becquerel. Henri Becquerel, der hat Folgendes gemacht. Der sagte, warte mal, die Phosphoreszenz, das möchte ich mal anders machen. Und ist letzten Endes drauf gekommen, dass der diesen Versuch von Röntgen praktisch nochmal wiederholt hat und dann letzten Endes darauf geschlossen hat, es muss sich um sogenannte Kernstrahlung handeln. Der war der Mann, der dazu gesagt hat, Kernstrahlung. Der hat also erkannt, dass es aus den Atomkernen kommen muss. Wir brauchen zu dem Wort Kernstrahlung eigentlich nichts dazu zu sagen, denn hier steckt es drin. Es muss aus den Atomkernen kommen. Genauso parallel wahrscheinlich, also auch kurz darauf, ich mache mal Gänsefüßchen. Jetzt noch ein wichtiger Name, Marie Curie. Marie Curie hatte sich Pechblende, hatte sich Pechblende genommen. Pechblende ist ein Erz. Und Pechblende war bekannt dafür, dass die auch so eine komische Strahlung, man wusste noch gar nicht so richtig, was das ist, so eine komische Strahlung aussendet. Und Pechblende, Uranerz könnte man auch kurz dazu sagen. Uran selber war bekannt, das. Aber man wusste noch nicht so mit dieser Pechblende anzufangen. Und da sie Chemikerin war, hat sie Folgendes gemacht. Sie hat die Pechblende trennen können in zwei verschiedene Elemente. Das eine hat sie Polonium genannt, zu Ehren des Landes Polen. Polonium. Und das andere hat sie ganz einfach Radium genannt. Radium, das Strahlende. So, und
Damit hat sie letzten Endes zwei neue, das sind für die damalige Zeit neue chemische Elemente entdeckt. Und Marie Curie hat zu dieser Strahlung, die diese beiden aussenden, richtig einfach Radioaktivität gesagt. Radioaktivität. Daher kommt der Begriff. Radio vom Strahlen. Und das war der ganze Hintergrund. Radioaktivität, wusste man damals, kommt aus Atomkernen. Also, aus Atomkernen. Und das bei Elementen, deren Ordnungszahl größer 82 ist. Größer 82 Ordnungszahl. Was gehört jetzt dazu? Alles, was größer als 82 ist. Nehmen wir zum Beispiel mal Radium. Radium schreiben wir ja in unserer Kurzschreibweise so und kennzeichnen damit was, und das werde ich jetzt mal abfragen. Also 226 ist die Massezahl, 226 U, ne, weil das nicht in Kilogramm oder Gramm auszudrücken geht, die kleinen Massen der einzelnen Protonen und Neutronen. Und da Protonen und Neutronen die gleiche Masse, annähernd die gleiche Masse haben, kann man Folgendes sagen. Ich ziehe von 226,88 ab und habe demzufolge, daraus folgt, 138 Neutronen sind da drin. Jetzt können wir auch mit Folgendem besser umgehen. Radium selber zerfällt. Schreibt mal ran, zerfällt. Radium selber zerfällt, und zwar in 222,86 Radon. Und jetzt kommt das Verrückte, Radon ist ein Edelgas. Jetzt fehlt hier aber was. Guckt mal hier, 226, 222. Es fehlen 4 U. Und, guckt da, es fehlen auch 2 Protonen. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, in was es zerfällt. Nämlich, dass der andere Bestandteil ist Helium. Die Radioaktivität beruht also, die natürliche Radioaktivität folgt aus Folgendem. Ein radioaktives Element zerfällt in ein neues Element, welches radioaktiv sein kann, und ein anderes Element, welches dann speziell ist, das werden wir dann später nochmal genau untersuchen. Radioaktivität ist also freigesetzte Energie, die darauf beruht, dass ein radioaktives Element in ein anderes Element zerfällt, welches radioaktiv sein kann. Die Ordnungszahl ist größer als 82, also passt es. Und ein weiteres Element zerfällt. Das ist der Haken. Also ich habe hier den Merksatz nochmal hingeschrieben. Wer sich den gerne vom Video abschreiben möchte, dann, wenn er es mal guckt. Okay. Radioaktivität ist also freigesetzte Energie durch Zerfall eines radioaktiven Elementes in mindestens 2 andere Elemente, welche auch radioaktiv sein können. Gucken wir nochmal. Wenn ich sage, das ist in Radon zerfallen und die Ordnungszahl ist größer als 82 bei Radon, klar, dann wird Radon auch radioaktiv sein. Helium dagegen, in dieser Konstellation ist es nicht. Bekannte, für uns so typische bekannte radioaktive Elemente sind zum Beispiel Uran 238, sagt, das wird zwar so geschrieben, 238 und dann 92 ist die Ordnungszahl Uran. Oder Polonium, also hier, das muss ich nicht dazu schreiben, aber PU lässt nicht darauf schließen, 239 PU. Kernladungszahl, ich hatte gesagt Ordnungszahl, Kernladungszahlen und positiv geladen 94. Also 94. Oder Wismut, kennen vor allem Leute, die in Sachsen wohnen. Wismut, knapp über 82, ne? Was wäre denn, naja gut, also Bismutum, Wismut, sagen wir aber so. Oder Polonium. Wurde gerne genommen, um Leute zu vergiften. Naja. Naja. Dann schreibe ich Uran auch noch dazu. Okay. Aber es gibt auch andere Isotope. Isotope wissen wir ja.
Die stehen am gleichen Platz im Periodensystem. Ein Isotop wäre zum Beispiel Bor. Hier stimmt offensichtlich was nicht. Also Bor. Was stimmt da nicht? Kernladungszahl 5. Das hat 7 Neutronen eigentlich für so ein kleines Element viel zu viel. Was denn? Na also. Oder selbst Phosphor, 3215 Phosphor, ist auch so eine Ausnahme. Wenn man sagt, normalerweise bei den kleineren Elementen sagen wir 15 Protonen, dann sind im Allgemeinen 15 Neutronen drin. Auch Zink, 65 zu 30. Zink ist auch so eine Ausnahme. Das sind Isotope und weil die eben, also hier Phosphor, und weil die eben andere Eigenschaften haben, das heißt also, weil die in diesem Fall zu viele Neutronen drin haben, nicht so wie die normalen Elemente, sind die auch radioaktiv. Radioaktive Isotope sagt man dazu. Jetzt kommt noch ein Wort und darüber sprechen wir dann noch ein bisschen ausführlicher. Und zwar das Wort, ich schreibe es mal extra so, ionisierende Strahlung. Ionisierende Strahlung ist nichts Besonderes, das heißt, ist jetzt also Kernstrahlung als solche. Aber warum das Wort ionisierend? Nebenbei das Schutzschild dafür, geht gleich, kleinen Moment. Das Warnschild dafür ist dieses dreiflügelige Rad mit so einem Kern da drin und dann gelbem Hintergrund. Wer dieses Schild sieht, der sollte sich von solchen Orten fernhalten. Deswegen macht man es ja, weil man diese ionisierende Strahlung nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, nichts, gar nichts kann. Man spürt nur die Auswirkungen. So, jetzt machen wir mal Pause. Gut, ionisierende Strahlung haben wir geklärt, ist sehr gefährlich, kommen wir beim nächsten Mal nochmal drauf. Das ist das Gefährliche daran, ich schließe das Video ab.